Hi, ich bin Justine und ich mache YouTube. Ich wollte sogar noch meinen Teller essen. Vielleicht hast du schon das eine oder andere Video von mir gesehen. Ich dachte, ich stelle mich jetzt mal vor. Und zwar lebe ich in Mexiko, Cancun seit 2015 und seit 2007 auf Mallorca. Das heißt, ich habe viele, viele Sommer auf Mallorca verbracht und als Promoter gearbeitet. Und da ist gerade ein Betrunkener umgefallen im Gebüsch. So bin ich dann in Mexiko gelandet. Ja, nice. Das gefällt mir hier. Ich bin mittlerweile 37 Jahre alt und man kennt mich unter dem Motto Wasserfasten, Kokosnusswasserfasten. Ich habe jetzt hier 1 Liter Kokosnusswasser. Richtig geil. Ich glaube, ich hole mir gleich noch einen 2. Liter. Also ich bin sehr bekannt dafür, dass ich wochenlang nichts esse, aber Kokosnusswasser trinke. Ich faste jetzt einfach seit 3 Wochen. Ich bin eine sehr extrovertierte Person, wenn man mich so von außen sieht. Aber wenn man mich besser kennt, weiß man auch, dass ich sehr isoliert sein kann und sehr viel Zeit mit mir alleine verbringe. Was ganz, ganz wichtig ist, denn ich bin sehr bewusst geworden in den letzten Jahren. Die haben da jetzt alle ihre Pilze. Ich bekomme jetzt auch gleich meine Pilze. Und genau diese Erkenntnisse und meine Erfahrungen möchte ich hier auf YouTube mit dir teilen. Meine Themen sind Spiritualität, Bewusstsein, Manifestation, Auswandern, menschliche Beziehungen, Ehrlichkeit, Authentizität und alles, was eigentlich mit Bewusstsein, Fasten, persönliche Entwicklung, alles das ist mein Ding, was ich hier verbreiten möchte. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich würde mich freuen, wenn du dir das eine oder andere Video mal von mir anschaust. Die Vlogs, die zeigen das Leben hier in Mexiko oder auch auf Mallorca. Und die Podcasts sind Themen, wo ich über Dinge spreche, die ich für wichtig empfinde und ich gerne einfach verbreiten möchte. Denn ich weiß, nicht jeder Mensch hat jemanden, mit dem er sich austauschen kann. Und manchmal fühlt es sich ganz gut an, wenn man eine Person gefühlt wie kennt. Ich weiß, ihr kennt mich nicht, aber ihr werdet das Gefühl bekommen, dass ihr mich kennt, weil ich alles Mögliche teile. Also es gibt kaum Tabuthemen bei mir. Eine Force of the Realness. Das macht mich auch aus. Und das freut mich auch. Und deswegen bin ich hier für dich da. Und wenn ihr Fragen habt oder Wünsche zu Videos, dann werde ich auch darauf eingehen, wenn ich kann. Ich habe einen Van. Cocotine ist der Name. Und mit dem Van bin ich manchmal auch unterwegs. Das heißt in Tulum oder auch in anderen Orten. Ich bin schon durch ganz Mexiko gefahren mit dem Van. Und mit diesem Van mache ich manchmal auch ein paar Interviews mit Leuten, wo ich denke, hey, du lebst deinen Traum. Wie wäre es, wenn du deine Geschichte mal teilst, um andere Menschen zu inspirieren? Denn das Einzige, was ich wirklich will, ist dich supporten. Ich möchte, dass du das Leben deiner Träume erschaffst und dass du die Möglichkeit hast, alles umzusetzen, was du dir nur vorstellen kannst. Manifestation, Gesetz der Anziehung, Lebensgesetze allgemein, wie funktioniert das alles? Ist alles nur ein Zufall? Haben wir unser Leben selbst in der Hand? Genau diese Fragen, die möchte ich mit dir klären. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich würde mich freuen, wenn du mir gerne hier auf YouTube folgst oder mich abonnierst. Auch gerne auf Instagram, Justine_Petrus. Alles andere ist auch verlinkt in meinem Linktree. Das findet ihr hier auf YouTube. Und fühle dich einfach gedrückt. Denk immer daran, wir sind so stark, haben so viel Energy, wir können so viel kreieren. Und jeder lebt in seiner eigenen Realität. Und das ist ganz wichtig, denn wir wollen Verantwortung nehmen und unser Leben nach unseren Wünschen gestalten. Alles Liebe für dich, deine Justine. Liebe Grüße aus Cancun. Abonniert sie. Ja, halt das mit euren Freunden, kommentiert. Kostet nichts, Leute. Genau.